Ja, also ich war gestern Nachmittag eben mit meinen Kindern im Maurerwald oben, bei dem bekannten Spot, wo der Pappelteich ist. Wir haben dort auf einem nicht abgesperrten Areal gespielt. Und ich habe schon vorher die Polizei von weiter hinten gesehen, die war am Pappelteich und ist dort gestanden und ist dort länger gestanden, weil dort eben mehr Familien waren. Und ist dann langsam zu uns vorgefahren und diese ganzen Familien bzw. Teile davon sind dann eben mit vorgelaufen und da sind dann eben auch Kinder auf uns zugelaufen von diesen Familien. Und ich war dann eigentlich in dem Moment, wo ich gesehen habe, die Polizei kommt jetzt auf uns zu, eh schon am Zusammenpacken, weil ich ein komisches Gefühl dabei gehabt habe und jetzt nicht in irgendeine blöde Situation kommen will. Obwohl ich jetzt in eine blöde Situation kommen wollte, obwohl ich weiß, ich mache jetzt nichts Schlimmes. Und wir waren dann eigentlich schon am Zusammenpacken, haben uns die Pullover umgebunden, haben den Rucksack rausgenommen und in dem Moment ist aber der Polizeibus neben uns stehen geblieben mit zwei Polizistinnen drin und hat mich dann gebeten, ich soll jetzt meinen Ausweis herzeigen und hat dann quasi meine Daten aufgenommen. Und ich war dann aber leider so perplex gestern und überfordert in der Situation, dass ich jetzt eigentlich komplett vergessen habe zu fragen, für was jetzt eigentlich diese Anzeige ist. Die Polizistin hat nur kurz betont, ich habe meine Kinder nicht rechtzeitig genug quasi weggenommen von diesen anderen Kindern, die jetzt dann auf uns zugerannt sind. Und ich habe viel zu spät reagiert. Und überhaupt sterben in Amerika gerade Tausende von Leuten. Und ich war da überhaupt schon länger, weil sie hat mich schon gesehen vorher, wie sie mit der Polizei vorbeigefahren ist. Und das geht halt überhaupt nicht. Und sie hat dann meine Daten aufgenommen, auch die Daten von meinen Kindern, was mich sehr gewundert hat. Ich möchte jetzt aber auf jeden Fall, dass diese Lage nicht eskaliert. Ich möchte die Anzeige abwarten. Ich habe sie bis dato noch nicht. Ich hoffe darauf, dass diese Polizistin eher viel heiße Luft von sich gegeben hat und eher Angst machen wollte, dass sich diese Strafe von angeblichen circa 500 Euro bestätigt. Und bevor ich jetzt diese Anzeige habe, werde ich auch nichts machen. Wenn ich diese Anzeige bekomme und diese 500 Euro Wirklichkeit werden, dann werde ich natürlich Einspruch erheben. Ansonsten möchte ich jetzt einfach mal abwarten. Ich Was ich glaube, dazu. Ihre momentane Überforderung in diesem Moment können wahrscheinlich die meisten Menschen absolut nachvollziehen. Ich kenne Ihren familiären Hintergrund jetzt aktuell natürlich nicht, aber 500 Euro, das ist wahrscheinlich für sehr viele Österreicher, zumal in der aktuellen Situation, tatsächlich auch ein Haufen Geld, oder? Ja, vor allem, weil ich auch nicht weiß, für was das jetzt eigentlich ist, weil ich bin mir nicht bewusst, dass ich jetzt was Strafbares begangen habe. Ich war draußen. Laut der Polizistin war ich auf einem Areal, das man nicht betreten darf. Das stimmt aber nicht. Ich war nämlich neben einem Spielplatz auf einer Wiese und diese Wiese ist nicht abgesperrt. Und Sie sind völlig Also unschuldig zum Handkuss gekommen, weil eigentlich sich andere Menschen auf Sie zubewegt haben, denen Sie ja nicht ausweichen konnten, oder? genau das stimmt, ja. Und ich bin dann in dem Moment, wo meine Daten erfasst wurden, eben neben diesem Polizeibus gestanden und auf der anderen Seite, also auf der Fahrerseite, ist auch eine Familie gestanden und deren Daten wurden erfasst, eben die Familie von den Kindern, die auf uns zugerannt sind. Und das war gestern fürchterlich, weil ich habe die Frau dort stehen gesehen, die hat geweint, die hat geschrien, die hat auch überhaupt nicht gewusst, wie ihr geschieht. Ich habe auch nicht gewusst, wie mir geschieht. Vielleicht noch eine Und letzte ich Frage. Wie geht's ja. denn? War das für Ihre Kinder sehr dramatisch oder haben die sich wenigstens danach schnell wieder erholt? Also meine ältere Tochter, die hat das sehr bewusst miterlebt. Die hat dann noch gefragt, was da jetzt los war. Die war dann auch danach traurig und hat geweint und hat gemeint, diese ganze Corona-Zeit haltet sie überhaupt nicht mehr aus. Und ich habe dann noch erklärt oder erklären müssen, dass es jetzt nicht ihre Schuld war, sondern dass es jetzt einfach so passiert ist und wir schauen, dass wir das vernünftig lösen. Aber sie hat das ja wohl mitbekommen und ja, ich finde, die Kinder werden da schon geprägt durch solche Situationen. Alles klar. Dann haben wir eben von Ihnen gehört, Sie sind da unschuldig zum Anschluss gekommen. Sie haben die Anzeige noch nicht erhalten. Da drücken wir Nein. Ihnen natürlich die Daumen, dass sich das möglicherweise doch in Luft auflöst oder zumindest bei einem möglichen Einspruch noch Vernunft einkehrt und wünschen Ihnen alles Gute und Ihren Kindern und Ihrer Familie in diesen schwierigen Zeiten. Danke, vielen Dank.